Wir sind hier beim Schweizer Unternehmen Foster. Herr De Mattia, wie zufrieden sind Sie denn bislang mit der Messe? Also wir sind sehr zufrieden dieses Jahr. Die Besucherqualität ist erstaunlich hoch. Im Gegensatz zu vor zwei Jahren, da war die Quantität hoch, aber dieses Jahr ist eher die Qualität. Und da sind wir natürlich auch hier dafür. Wir möchten nicht mit der Quantität etwas machen, sondern wir brauchen die Qualität. Das heißt, Sie richten sich wonach aus in den nächsten zwei Jahren? Wir werden uns schwergewichtig in der Automobilindustrie ausrichten, weiter die Geschäfte dort vertiefen mit unseren bestehenden Kunden, hatten hier aber auch die Möglichkeit, neue Kunden kennenzulernen und die werden wir weiter verfolgen. Glauben Sie denn, dass die Finanzkrise so ein bisschen nachgelassen hat und Sie jetzt optimistisch in die Zukunft blicken können? Also wir sind diesbezüglich optimistisch. Einige Besucher sehen dieses Jahr eher pessimistisch. Wir von unserer Seite her sind da ganz gut unterwegs und denken, dass wir auch gute Abschlüsse weiterhin tätigen werden und auch das Jahr ganz anständig abschließen werden. Wie wichtig ist denn im Allgemeinen die Wire & Tube für Sie? Das ist für uns die wichtigste Messe. Das ist auch die einzige Messe, wo wir teilnehmen. Alle zwei Jahre ist das ein Muss für uns. Hier treffen wir uns unsere bestehenden Kunden, aber auch neue Kontakte werden geknüpft. Das ist einfach gut. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke. Vielen Dank.